Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Giant Fun Blog. Der Kanal rund um das Thema Kirmes, Freizeitpark und Eventgastronomie. Heute von der Wilden Maus XXL. Und ihr bekommt eine exklusive Backstage-Reportage von dem Geschäft geboten. Unter anderem mit einem Interview mit dem Inhaber Max Eberhard. Ich kann nur sagen, das ist super spannend, weil der Max, der macht noch ganz andere Sachen, als nur die Wilde Maus zu betreiben. Ja, und ich würde einfach sagen, wir legen los und es ist Time for Fun. Hallo und herzlich willkommen zurück. Ich bin jetzt hier bei Markus Harder. Hi Markus, grüß dich. Und wir haben uns schon mal in Krange getroffen. Das stimmt. Und da war schon damals sehr beeindruckend hier an der Wilden Maus. Da habe ich mal so eine VR-Fahrt auch gemacht und ich finde, das ist wirklich gut umgesetzt. Ja, und wir machen heute eine Backstage-Reportage. Wir haben uns ja ganz früh getroffen und du zeigst uns heute mal das Herzstück, die Technik dahinter. Mhm. Und da freue ich mich ganz besonders drauf. Ne? Wo fangen wir denn an, Markus? Ja, am besten wir gehen Fahrstand. Das ist der erste Schritt, den wir machen, den machen wir uns immer. Alles klar, dann muss ich sagen, nehmen wir euch mit. Okay. Markus, wir sind jetzt sozusagen im The Brain von der Wilden Maus XXL. Ne? Das ist sozusagen die Steuerzentrale oder die Leitzentrale hier oben. Ne? Und vielleicht erzählst du dem Zuschauer mal, wie das Ganze funktioniert, beziehungsweise was man von hier oben alles genau steuert. Ja, wie gesagt, hier haben wir unsere Fahranlage, den Bedienpult. Hier schalte ich die Anlage mit ein. So, hier kann ich hier eine Anlage einschalten, wenn ich den bestimmten Betriebsdruck von 8,5 bar habe. Da ich vorhin schon mal vorgetankt habe, die Luft, müsste ich sie jetzt anschalten können. Kann ich jetzt auch. So, man sieht das auch, die Anlage ist jetzt an. Und jetzt kann ich hier meine Bremsen öffnen. Ich habe 7 Stück von der alten Achterbahn plus 2 neue. Das ist der neue Teil von der neuen Achterbahn, den Außenteil, den wir hier haben, einzigartig. Das heißt, wir haben insgesamt 13 Bremsen, ja. Wovon aber 9 oder beziehungsweise 10 mit der Bremse 8 Blockbremsen sind, Sicherheitsbremsen. Und dazwischen gibt es noch Reduzierbremsen, die ich aber nicht von hier aus manuell auf und zu machen muss. Ja. So, dann fangen wir mal an, die Bremsen ganz langsam aufzumachen. Und im Prinzip, ich habe gelernt am Breakdance, das sind auch 8 Bar, ne? Ist das irgendwie ein Standard von dem Druck oder wie kommt das mit den 8 Bar? Richtig, das ist so eine Art Standard, ist das. Das kommt, wie gesagt, durch den LKW-Bauer, sowas in der Art, weil die Bremskessel, die wir hier haben, die kommen wohl daher, die könnte man rein theoretisch, könnte man die auch, wenn sie dann passen würden, einbauen im LKW. Die brauchen auch mindestens 6 Bar, 6,2 Bar, damit die Bremsanlage betätigt werden kann. Und wir haben diese 8 Bar, beziehungsweise 8,5 Bar, damit wir noch ein bisschen Puffer nach unten haben, falls hier mal eine Leckage ist, da ist ein Schlauch geplatzt, der Kompressor fällt mal aus, dass die Anlage die sofort in den Stoppmodus reingeht. Deswegen haben wir diese 8,5 Bar. Mhm. Wenn die 8,5 Bar unterschritten werden, kriege ich hier auf meinem Display so ein Pop-up mit diesem Ausrufezeichen. Das heißt, ich weiß, da ist irgendwas mit der Luft nicht in Ordnung. Das heißt, ich muss auch handeln. Das versuchen, Luftschlauch geplatzt, dann gehe ich auf Ursachenforschung. Kann schon mal sein, der Kompressor ausfällt. Kommt bei uns aber selten vor, da wir einen Ersatzkompressor mitführen, der ständig betriebsbereit ist, sodass wir das eigentlich umgehen können. Ja. Das heißt, es kann schon mal vorkommen, dass man Schlauch wegreißt aufgrund von UV-Strahlung. Meistens im Sommer ist das, wenn die Sonne drauf strahlt, wird das Gummi ein bisschen weicher. Das heißt, die Schellen, die greifen dann nicht mehr ganz und dann kann es mal passieren, dass ein Schlauch da abrutscht. Ja. Aber im Prinzip, du stellst die Anlage morgens einmal ein, ne? und dann läuft die eigentlich, oder? In der Regel ja, genau. Deswegen machen wir morgens bei der Wartung, was wir jetzt gerade durchführen, schalte ich die Anlage scharf, ganz normal wie beim Betrieb auch. So, das heißt, für mich ist die Anlage jetzt theoretisch und nicht theoretisch, auch praktisch betriebsbereit. Merke ich auch daran, ich kann jetzt zum Beispiel den Lift einschalten. Tun wir mal ganz kurz. Mhm. So, ich könnte jetzt schon eigentlich schon abfahren. Ja. So, bevor wir aber das tun, werden wir noch ein paar andere Wartungsschritte ausführen, sodass wir dann auch nochmal sicher sind. Ja. Ich finde die Steuerkette oder die Transportkette, das ist auch ein Geräusch, was man gerne hört, oder? Das geht dir wahrscheinlich auch so, oder? Nein. Geht dir inzwischen auf den Senkel? Nein, ich höre das ganz gerne. Ich brauche das fast sogar. Ich sag mal, wenn ich sie nicht höre, fühle ich mich unwohl ein bisschen. Ja, das ist so, ne? Ist so. Das hört sich blöd an, ist aber ist für mich, wenn die Kette läuft, weiß ich, ist alles in Ordnung. Die Anlage läuft wunderbar. Und ich kann hier ein bisschen entspannter sitzen und das ganze Geschehen beobachten. Ja. Letztendlich habe ich hier eigentlich auch nur, wenn eine Spielzeit, den
ja, Beobachtungsposten, in Anführungsstrichen, wenn ihr mit den Fahrgästen was nicht in Ordnung sein sollte, mit der Achterbahn an sich was nicht in Ordnung ist, setze ich hier drin, um schnellstmöglich hier angreifen zu können. Ja. Da hat man Personal draußen, das auf dem Bahnhof steht, das fährt ab. Ich kontrolliere das, kriege auch die Meldung immer, die Bügel zu sind und sowas, das bekomme ich auch. Und beobachte auch, dass da auch alles richtig läuft, dass da auch kein Unfug getrieben wird. Und ja, das sind so meine Hauptaufgaben. Dann haben wir hier nochmal zwei Panels. Das ist von der Firma Mack gekommen, dieses Panel. Damit kann ich die Bremsanlage der neuen Achterbahn steuern. Das heißt, neue Achterbahn sprechen wir von dem Außenteil, was mal neu darum gekommen ist. So, das ist das Einzige, was man mit dem machen kann. Das muss man ja sagen, es sind ja eigentlich zwei Achterbahnen, auch vom Fahrerlebnis finde ich, sind zwei Achterbahnen, ne? Weil dieser äußere neue Kranz, da ist er sozusagen relativ schnell. Ne? Richtig, das sind eigentlich zwei Achterbahnen, kann man schon so sagen. Man kann das eigentlich ganz einfach erkennen für den Außenstehenden. Das braune, den Innenteil, ist die eigentliche alte Achterbahn, die Ursprungsmaus. Und alles, was grün ist, wenn man den sieht später, das ist eigentlich der neue Teil. Es ist praktisch mal eine Achterbahn außen, um die alte Achterbahn ranzukommen. Das sind nochmal ca. 120 Meter Strecke mehr zu bekommen. Und was nicht zu beachten ist, die zwei Täler von ca. 60, 65 km/h. Ja. Ja, das ist auch gut. Ne? Also man merkt das, es ist echt rasant. Und gerade auch, wenn man die im VR-Modus fährt, also gerade, ich finde, wenn man da oben am Turm ankommt und dann geht es ja raus sozusagen aus die, in der VR-Welt, geht es ja dann raus auf den Turm. Und wenn man dann sozusagen diesen ersten Drop macht, das ist schon Wahnsinn. Das ist schon, ja. Das macht schon Spaß. Ja, genau. Fährst du die Bahn selber auch schon mal? Oder? Ab und zu mal. Ab und zu mal, ne, ja. Nee, super. Ich glaube, weißt du was? Lass uns doch mal raus zur Kette gehen. Und ich glaube, da gibt es auch noch was Interessantes zu zeigen, auch was das Thema Sicherheit angeht. Wir stehen jetzt hier sozusagen am ersten Berg oder an dem Berg von der Wilden Maus XXL. Und für mich als Achterbahn-Fan ist es natürlich, Markus, was ganz Besonderes, hier mal an so einer Achterbahn zu stehen. Und hier sehen wir jetzt die Steuerkette. Und wir wissen ja selber, die Teileverfügbarkeit ist ja gerade echt schwierig. Ne? Das stimmt. Habt ihr eigentlich hier, die Glieder sind ja fest vernietet. Ne? Zum Teil sind die fest vernietet. Wir haben ein paar Stellen. Also, wenn ich das jetzt sehen würde, es gibt hier Stellen, jetzt sind aber zufällig keine hier. Aber ab und zu haben wir Stellen, wo man die Kette trennen können. Das liegt daran, dass wir sie vom Werk aus so bekommen haben. Dass wir sie nicht in eine Stückzahl bekommen haben, sondern eine Länge. Das heißt, wir haben die vor 2 Jahren ausgetauscht komplett und da haben wir auch Kettenglieder drin, einfach um die Kette auseinander zu machen. Wenn wir die Anlage demontieren, haben wir hier 3 Schienenteile drin und die müssen natürlich getrennt werden. Es gibt Anlagen, da wird die Kette komplett rausgezogen, ist bei uns halt nicht der Fall, Gott sei Dank, weil es auch sehr, sehr aufwendig ist, die Kette einzuziehen, sodass wir praktisch die Kette trennen an dieser Stelle und beim Demontieren ist die Kette dann getrennt, sodass wir die Schiene rausheben können, ohne dass das irgendwie was passiert. Passiert, ja. Und ihr habt wahrscheinlich schon eine Ersatzkette dabei, oder? Nee, leider nicht. So was, da legt sich keiner hin. Das ist einfach zu aufwendig. Ja. Was wir natürlich haben, wir haben ein paar Reserveglieder, die haben wir schon da. Das heißt, wenn da mal irgendwas sein sollte, haben wir die Möglichkeit, ein Glied rein oder rauszumachen. Das haben wir schon. Ja. Und da wir sie regelmäßig kontrollieren, sollte und dürfte da eigentlich nichts passieren. Ja, schmiert die sich automatisch? Die schmiert. Die haben hier oben so einen Kettenöler. Den sieht man hier. Hier ist das Öl drin, das Vorratöl. Ja. Und über diese Pinsel hier, den sieht man hier vielleicht, da wird die automatisch gefettet. Ja. Das macht sie dann in bestimmten Rhythmus. Das kann man nicht aufdrehen manuell, wie viel. Aber den Rhythmus, der ist vorgegeben von der Anlage. Ja. Von der Überwachung her, ne, früher hat man, glaube ich, oft viel mit Endschaltern gearbeitet, ne, auch bei der Bügelüberwachung. Aber heute arbeitet man hauptsächlich mit Näherungssensoren. Das ist richtig, genau. Und liegt einfach daran, denke ich mal, und kann auch aus Erfahrung bestätigen, dass Näherungsschalter habe ich keinen direkten Kontakt mit dem Fahrzeug oder mit irgendwelchen Teilen. Das heißt, mechanisch werden die eigentlich nicht beansprucht. So dass ein Näherungsschalter sieht einfach nur ungefähr hier, wenn hier irgendein metallischer Gegenstand da drauf geht oder berührt, deswegen sagt man auch Näherungsschalter, weil es in der Nähe nur sein muss, dann löst er aus. Ja.
Und eigentlich sind die ja wartungsfrei, ne? Richtig. Aber ich glaube, gerade in den bei so Extremtemperaturen hier, so im Dom ist es ja relativ kalt schon mal, ne? Oder im Sommer hier auf der Rheinkirmes in Düsseldorf ist es super warm, ne? Gibt es da auch schon mal Ausfälle oder wie verhält sich generell die Technik bei den Temperaturen? Sicherlich gibt es da Ausfälle. Die haben ja auch einen bestimmten Betriebsbereich, wo die arbeiten, es angeben. In dem Fall ist es, glaube ich, von minus 10 Grad bis 40 Grad angegeben. Mhm. So für Rheinkirmes ist ein gutes Thema, das hatten wir letztes Jahr gehabt. Mhm. Da haben wir schon mal so einen Fall gehabt. Da hat die Sonne so ungünstig auf einen Sensor drauf gestrahlt, ja, dass der Sensor dann halt kaputt gegangen ist. Hat ausgelöst, obwohl da gar kein Fahrzeug gefahren ist. Ja, und die Rheinkirmes, die war wirklich warm. Das ist so also meine Home-Kirmes hier, Rheinkirmes. Mhm. Und ich bin oft auf der Rheinkirmes gewesen. Ich weiß, an einem Abend bin ich im Kettenflieger gewesen, da waren es noch über 30 Grad richtig gewesen. Da war es richtig warm. Das war ein sehr, sehr heißer Sommer letztes Jahr. Und ja, ja, da haben wir die Erfahrung halt gemacht. Und die kenne ich mittlerweile, so die paar Fehlerchen. Ja. Ich weiß, wenn da was Sensor ausfällt, dass ich dann davon ausgehe bei solchen Temperaturen, dass das dann wetterbedingt ist. Ja. Kommt Gott sei Dank nicht ganz so häufig vor. Dafür haben wir aber Ersatzsensoren, das heißt, wir sind da sehr flexibel, können die eben schnell tauschen. Eine Sache von 5 Minuten, dann ist die Sache eigentlich wieder behoben. Ja, ja, genau. Und du kennst die Anlage dann in- und auswendig. Seit wann bist du hier an der Anlage, Markus? Also fest bin ich bei der Anlage seit 2014, bin ich fest angestellt worden. Da ich auch Elektriker als Beruf gelernt habe, das heißt, ich bin kein reiner Schauspieler oder kein Schauspieler. Ich bin hier Betriebsleiter der Wilden Maus. Und also, das, denke ich mal, ist für den Betrieb gar nicht so unvorteilhaft, dass ich diesen Beruf ausgeübt habe, gelernt habe. Wir haben sehr, sehr viel Elektronik, wie man ja noch vielleicht sehen wird. Ja. Und dadurch kann ich mir sehr weiterhelfen, meine Störung zu suchen, wenn ein Fehler hier vorhanden ist. Ja, ja, das ist wirklich praktisch dann auch, ne? Richtig. Ja. Jetzt habt ihr schon sozusagen den Kettenantrieb oder die Wartung gesehen morgens, die man jetzt im ersten Teil macht. Was natürlich auch für die Sicherheit super wichtig ist, Markus, ist natürlich, dass die Wagen in Ordnung sind. Ne? Was wiegt eigentlich so ein Wagen? Ja, unsere Wagen wiegen ca. 800 Kilo. Mhm. Etwas schwerer wie bei einer normalen Wilden Maus. Liegt einfach daran, dass wir bei unseren Autos noch ein paar LEDs eingebaut haben. Die wiegen auch gesamt X. Dann haben wir noch eine Batterie verbaut. Einmal ist die zur Versorgung der LEDs natürlich. Und dann haben wir noch 5 spezielle Wagen, die auch extra für VR ausgestattet sind. Die beziehen ihre Spannung auch aus der Batterie. Ah, das sind also für die VR-Technik braucht man auch nochmal separate Technik. Genau, genau. Stimmt, ja, den Positionsgeber. Genau, ne? Da habe ich eine Blackbox drin, so wird es geschimpft, auch vom Mack, wo die Boxen auch gebaut wurden. So, die befindet sich hier unter dem Fahrzeug. Die ist fest verbaut worden von uns. So, und ja, wie gesagt, die Blackbox sendet praktisch der VR-Brille die Signale, wo bin ich, welche Position habe ich ungefähr. Das ist damals so gemacht worden, weil wir haben, bevor der VR in Betrieb ging, wurden hier etliche Messfahrten gemacht, sodass die Synchronisation bei uns, denke ich mal, nahezu 99,9% ist. Ist nah. Ich glaube, der Max, der sagte gestern, es sind ungefähr 20 Mal pro Sekunde, ne? Schickt er, glaube ich, die Position. Ja, er sendet ziemlich viel. Ja. Man kann das vielleicht nachher mal drauf geben, auf der anderen Seite sieht man das nachher. Ja. Ich habe am einen Reifen, da habe ich 2 Magneten dran. Das heißt, wenn ich eine Umdrehung habe, hat er 2 Impulse. So kann man sich das vorstellen. Glaub, ja. Und dadurch, durch die Impulse, die er bekommt, je nachdem, wie schnell das Fahrzeug ist, dadurch weiß er halt, auf welchen Streckenabschnitt ich mich befinde. Ja. Und VR-Coaster, woher die Technik halt kommt, die haben das damals zusammen mit uns natürlich so eingestellt, dass das ja so synchron ist wie nur möglich. Möglich, ne? Ich würde sagen, wir wechseln mal die Perspektive, dann kannst du das mal zeigen. Ja, wir sind jetzt sozusagen unten drunter unterm Wagen und die laufen ja relativ leicht, ne Markus, ist mir aufgefallen. Die sind ja wirklich, die musst du nur leicht antippen. Ich kann die ganz leicht behandeln, die sieht man ja auch, ich brauche keine große Kraft verwenden, ich kann die hier ganz einfach schieben. Ja. Obwohl die 800 Kilo wiegt, also es ist kein großer Kraftaufwand. Ja, ist Wahnsinn, ne? Ich muss auch sagen. Und die Rollen, da sind ja auch Kugellager drin oder ähnlich wie beim Auto, Radlager. Richtig, ne? Das sind Kugellager drin, genau. Ganz normale Kugellager aus der Industrie, werden überall verbaut. Das ist kein Geheimnis, wie gesagt, das ist ja kein Hokuspokus. Das ist ein ganz einfacher Standard-Industrielager. Und die halten eigentlich ewig, ne? Wenn ich überlege, ich habe jetzt im letzten Mal mir nach 240.000 Mal das erste Radlager kaputt gehabt. Ja, wir haben eine Auflage. Wir müssen die alle 2 Jahre tauschen, theoretisch. Theoretisch, auch praktisch. Machen wir sowieso. Ja. Aus dem Grund. Bei unserer Wilden Maus haben wir halt so einen großen Verschleiß der Räder, dass wir sie mindestens stark einmal im Jahr tauschen müssen. Müssen sogar. Das heißt nicht, weil
der Tüfter so will, weil einfach die Verschleißgrenze erreicht worden ist. Ja. Und das kommt sehr häufig vor bei unserer Bahn. Dadurch, dass wir halt so schnell fahren und die größeren Kräfte haben wie bei der normalen Wildmaus. Ja. Aber wir haben ja auch die kleine Wildmaus, die andere. Die haben wir jetzt ja auch seit 2 Jahren. Da ist es halt so aus Erfahrung, da tausche ich alle 2, 2,5 Jahre die Räder aus. Ja. Die Lager werden jährlich austauscht oder auch die Räder? Die Räder auch. Die Räder auch, ja. Und wir machen das deswegen auch so, weil ich baue kein altes Lager aus und baue es in den neuen Rad ein. Macht gar keinen Sinn. Ja. Man kostet zwar auch Geld irgendwo, aber die Arbeit, die man nachher mehr hat, wenn man da mal versehentlich ein defektes Lager einbaut, ist nicht so gut. Naja, das stimmt. So. Hier sieht man zum Beispiel ein Rad, das ist speziell für VR. Wir haben hier eine VR-Gondel. Hier sieht man Magneten. Einmal ein hier. Warte, ich komme mal durch hier. Ja. Einmal sieht man Magnet hier oben. Das heißt, ich habe 2 Stück. Das heißt, hier ist der Sensor. Mhm. Und der Sensor gibt praktisch die Impulse weiter an dieser Blackbox. Ja. Dass die Fahrzeuge jederzeit wissen, wo sie stehen. So. Ja. Da sieht man das Pferd einmal rum. Das heißt, ich brauche nicht viel bewegen und habe schon einen Impuls drauf. Ja, stimmt. Das ist gut, gut durchdacht hier. Und das Material der Rollen, woraus bestehen die Rollen hier? Ist das, weißt, hast du schon mal damit beschäftigt? Mit Metall? Ja, das ist ein Kunststoff. Das ist, so, wie heißt das? Polyethylen heißt das, glaube ich. Das ist fachmännisch, glaube ich, das Wort. Ja. Vulkanrollen. Ja. Mensch, ich glaube, gerade das Thema Kräfte, ne, ist bei der wilden Maus natürlich auch so eine technische Herausforderung. Ne? Ja, ja. Gerade bei der hier, wie gesagt, das ist halt brutal, weil, wie gesagt, wir fahren ja etwas schneller. Mhm. Wir fahren ja 65 km/h circa. Mhm. Schlimm ist es ganz oben, die Kurve nach dem zweiten Drop. Ja. Das ist die 90-Grad-Kurve, da wirken kurzfristig die meisten Kräfte nach außen. Ja. Das heißt, die Räder hier müssen schon sehr viel abkühlen, die Buggys. Ja, das stimmt. Wir werden auch jährlich geprüft. Wir waren jetzt, bevor wir jetzt nach England gefahren sind, haben wir sie NDT prüfen lassen. Das heißt, wir werden die ganzen Buggys abgenommen, die ganzen Räder rausgenommen, die Bolzen rausgenommen, die Achslager rausgenommen. Das heißt, die Achslager sind neu gekommen und die Achsen wurden geröntgt. Genau wie die Bolzen hier, die wurden auch geröntgt. Die Buggys, die Schweißnähte werden geröntgt. Also es ist schon ein enormer Aufwand, der betrieben werden muss. Und aufgrund dieser neuen DIN-Nummer 13814, was da jemand schon gehört hat, was vielen Schaustellern auch Probleme macht, weil es halt sehr aufwendig ist, sehr kostenintensiv ist. Aber wir kommen da nicht drum herum, diese Sachen machen zu müssen. Das sind einfach Auflagen vom TÜV, die wir erfüllen müssen, um halt unsere jährliche Verlängerungsprüfung zu bekommen. So, eine Hydraulikpumpe. Das heißt, die ist ein bisschen von der Schiene befreit. Kann ganz leicht die Räder kriegen. Man sieht das auch, wie leichtgängig sie sind. Ja, die drehen sich ja wirklich. Das ist genau, wie es sein soll. Ja. So, es kommt schon mal vor, dass der Lager kaputt ist. Dann hört man so ein Knubbeln, so ein Klack, 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 Klack. Und man, merkt auch manchmal eine Schwergängigkeit, dass man ein bisschen mehr Kraft anwenden muss. Aber bei denen ist das wunderbar, ist das eigentlich. Blockieren die dann auch? Es kommt schon mal vor, dass sie blockieren, richtig. Ja. Ja, dann. Und die kannst du auch relativ einfach wechseln, ne? Das sind Bolzen, ne? Oder? Ja, einfach ist, ja, großer Aufwand ist es nicht. Es dauert halt ein bisschen, vor allem die Seitenführungsräder ist immer das Problem. Wenn ich die auch getauscht habe, hier sieht man noch einen Akzent da drauf. Das heißt, der Bolzen ist nicht gerade. Und ich muss das Spiel zwischen Schiene und Rad, das wird eingestellt. Ja. So, und das ist dann ein bisschen aufwendiger immer. Denn was mir jetzt bewusst wird, wo wir das Ganze hier machen, ist, bei der Achterbahn hast du ja doch schon viel mehr Aufwand, als wir jetzt beim Fahrgeschäft, wo du mal was abfetten musst morgens. Natürlich, ne, natürlich. Deswegen die Achterbahn, ich sag mal immer, ist eins der anspruchsvollen Geschäfte, die es auf der Reise gibt, in meinen Augen. Nicht auf der Reise, auch in den Parks. Da wird auch sehr viel Wert auf die Fahrwerke gelegt, was wir jetzt gerade hier machen. Ja. Deswegen gucke ich da auch mit bei, dass die Jungs das auch in Ordnung machen, dass sie das richtig machen vielmehr. So. Ich habe da auch immer noch die Hand oben drauf. Die Jungs wissen schon, sind auch lange bei uns, was sie machen müssen. Aber der Ordnungshalber gehe ich dann schon mit bei und überzeugt mich schon, alles in Ordnung ist soweit. Was gibt hier der frei? Das haben auch nur wir an der Wilden Maus. Das ist praktisch unser kleinen Kohlen. Für das Aufladen der Akkus im Bahnhof. Ach ja, stimmt. An der Seite für den Bahnhof wird hier eine Spannung zugeführt. Da wird ein Auto-Batterieladegerät
sodass die Fahrzeuge über Nacht im Bahnhof geladen werden automatisch. Das ist quasi wie bei der Carrera-Bahn, oder? Kann man sich so vorstellen, ja. Also, nur ein bisschen größer. Ja, genau, das ist gerade so ein bisschen da dran. Ne? Ja. Ja, und vor allem bei der Wilden Maus sollte ja besonders rasant sein. Ne? Und, das stimmt. Deswegen heißt es ja Wilde Maus. Deswegen heißt es Wilde Maus. Und es ist echt rasant. Ja. Und hier drin sieht man ja wirklich schön mit der Farbe. Ich habe schon noch nie drüber nachgedacht, das ist grün und... Was so bewusst bei uns so, damals hat unser Chef Max Ebert hat das so gewählt, um das halt für den Außenstehenden kenntlich zu machen, was alt ist und was neu ist. Ja. Deswegen, wie ich schon gesagt habe, alles was vom Grün sieht, ist der neue Teil und alles was hier braun innen drin ist, ist der alte Teil. Ist der alte Teil, ja. Macht sich auch von der Höhe ganz schön bemerkbar, weil früher die alte Maus war 14,50 Meter hoch. Mhm. Und wir liegen zwar knapp 30 Meter. Das, ja, sieht, das ist Wahnsinn, ja. Gibt es eigentlich so eine Maximalhöhe für Kirmesse? Es gibt ja weltweit auch Achterbahnen mit über 100 Meter inzwischen. Ne? Es gibt sicherlich größere Bahnen, aber das ist immer eine Frage. Desto höher ich baue, desto mehr Stahl muss ich mitführen. Das heißt, ja, desto mehr Böcke muss ich mitführen. Ne? Und irgendwann ist das nicht mehr rentabel. Mhm. Sag mal, Oskar Bruch mit dem Eurostar damals war ein wunderschönes Geschäft, ja, in meinen stimmt, Augen. Das war ein Riesengeschäft. Ja. Ich hab's gemocht. Mhm. Sehr schönes Geschäft, aber mit über 60 Transporten einfach unbezahlbar. Ja. Und in der jetzigen Zeit erst recht nicht mehr bezahlbar. Das ist einfach mit Transportkosten. Trifft uns auch sehr hart immer wieder. Das ist auch die Problematik, die Fahrgäste nicht gleich verstehen an der Kasse. Mhm. Der Fahrpreis ergibt sich natürlich auch. Transportkosten, klar, Personalkosten wird auch nicht weniger. Mhm. Platzmiete, Strom, wie alle zu Hause jetzt auch merken, ist teurer geworden. Ja. Das heißt, auch unser Strom ist wesentlich mehr wie vorher. Ja. Wir zahlen, glaube ich, 50% mehr Strom letztes Jahr hier. Ja. Und das ist natürlich schon, das muss auch irgendwo umgelegt werden. Das muss auch rentabel für alle sein. Ja. Sicherlich ist das ärgerlich für den Campusbesucher, aber auch wir müssen natürlich so planen, dass es auch für den Schauspieler sich rechnet. Ja. Ja, ihr seid ja ein Wirtschaftsunternehmen am Ende des Tages. Letztendlich sind wir das, ja, natürlich. Ja, genau. Wir sind zwar zum Vergnügen auch da, klar, aber letztendlich müssen die Zahlen stimmen. Und ich kann ja nicht so einen Betrieb aufrechterhalten, wenn ich nur rote Zahlen schreibe. Ja. Dann braucht man das Ganze nicht machen. Das stimmt, ja. Mhm. Ja, und da habt ihr ja echt, was die Betriebskosten angeht, hier in Hamburg zum Beispiel, einen Vorteil, ne? Ihr steht ja fast 4 Wochen. Ne? Richtig. Und hier, das ist natürlich ein Riesenvorteil. Ne? Das ist ein sehr großer Vorteil. Und das sind natürlich die, für uns die besseren Plätze natürlich. Weil wir sparen uns den Transport erstmal, klar. Mhm. Ja, das ist eigentlich das Ausschlaggebende. Ja. Hast du eigentlich einen Lieblingsplatz? Ne? Hier steht ja auch immer in Düsseldorf und Krange. Ne? Gibt es so einen Platz, wo du sagst, da ist besonders schön, die Schaustellerkollegen auch wiederzusehen? Ich sag mal so für mich, ich bin gerne hier in Hamburg, als Hamburger. Aber so in Düsseldorf ist mir ganz angenehm. Das ist einfach die Atmosphäre am Rhein, ist sehr schön, ja, da, finde ich. Am Rhein, ja. Auch der ganze Platz, die ganze Veranstaltung ist einfach schön mitzumachen, daran teilzuhaben zu dürfen. Auch Krange ist ein sehr schöner Platz. Mhm. Wieder ein ganz anderes Publikum. Ist mehr aus dem Ruhrpott, man merkt das. Kommt selber gebürtig, komme ich selber immer her. Da bin ich mal geboren worden irgendwann. So, dass ich das so also ein bisschen kenne, diesen raueren Ton oder diesen Ruhrpott-Slang. Ruhrpott-Slang, genau. Ja. Alles klar. Ja, was können wir dem Zuschauer noch zeigen? Da steht ja auch Technik hinter. Können wir auch mal sozusagen das Herzstück zeigen, wo die Technik drin ist? Was können wir machen? Ja. Da gehen wir nochmal rüber. Markus, normalerweise, wenn du so Kirmes-Fan bist, dann denkst du ja auch, ja, so eine Achterbahn hat ja eigentlich relativ wenig Strom, weil die wird einfach nur einen Berg hochgezogen und dann rollt die bis unten in den Bahnhof runter und dann war halt. Aber ich habe noch nie so einen riesen Elektrocontainer tatsächlich bei einem Fahrgeschäft gesehen, wie ihr jetzt hier bei der Achterbahn habt. Vielleicht kannst du mal erklären, wofür man eigentlich diese ganzen Felder hier braucht. Klar, ja, das ist, ja, wir befinden uns in unserer Powerstation sozusagen, so nennen wir das hier. Hier wird die Achterbahn gesteuert letztendlich. Hier ist die Schutzschaltung drin. Das ist noch alte Klappertechnik, sage ich dazu. So kenne ich das auch noch von früher. Mhm. Und dieser Container ist eigentlich nur für die reine Steuerung, Fahrbetrieb der Anlage zuständig. Das heißt, er hat nichts mit Deko-Licht oder anderen Sachen zu tun. Das heißt, es ist nur der reine Fahrbetrieb, ist ja vorhanden. Ja. Wir haben einen Anschlusswert von 160 kVA. Ja, das ist eine ganze Menge. Das ist eine ganze Menge. Das heißt, wir haben einen Stromanschluss von 250 Ampere. Zu Hause haben wir einen normalen Haushalt, hat man in der Regel nur 63 Ampere. Es gibt auch Haushalte mit 80 Ampere Anschluss, aber das sind die Relationen, dass man da mal so ein bisschen sich vor Augen führen kann, was der Unterschied ist. Ja, ich glaube, die Versorger, die rechnen so im Schnitt mit Maximallast zwischen 16 und 32 kW von den 32 Ampere.
Richtig. Und jetzt durch die Wallboxen, ne, da ist auch nochmal 11 bis 22 kW oder 11 kW kriegt man ja immer genehmigt, aber 22 kW, da tun die sich auch oft schwer dann, weil die Netze da ordentlich belastet werden. Aber wir haben jetzt hier eine von den Feldern mal aufgemacht, ne? Und ich sehe, da vorne stehen schon, die sind auch gut beschriftet, das ist mal ganz wichtig. Wir sind ja beide Elektriker, da haben wir Elektriker gelernt. Und es ist natürlich schon wichtig zu wissen, wofür was ist. Ne? Das stimmt. Das wäre super, Markus, wenn du mal erklären könntest, was wir hier sehen. Ich sehe schon ganz viel Bremse. Genau, wir haben einzelne Abschnitte und es gibt verschiedene Blöcke. 9 Blöcke haben wir hier, deswegen Bremse 1, 2, 3, 4, 5 und so weiter. Das sind unsere Bremsabschnitte, noch Blöcke genannt. So, fangen wir mal ein Beispiel an bei Bremse 1. Hier habe ich 4 Schütze. Hier werden die Sensoren, die steuern den Partitorschütz an. Das sind 4 Stück dafür. Die überwachen halt, ob da kein Fahrzeug sich befindet. Wir sind redundant, das heißt, wir haben immer 2 Sensoren pro Einheit. Also wenn einer ausfällt, geht die andere auf Stromstörung. Aber es passiert nichts. Einfach der Sicherheit wegen. Wie ist denn, wenn Strom abfällt, dann fällt einfach die Bremse zu wahrscheinlich. Genau, ne? Richtig. Dann fällt die Bremse zu, sicherheitstechnisch. Das heißt, im spannungslosen Zustand ist die Bremse geschlossen. Mhm. So, dann haben wir noch andere Relais, die überwachen dann die Bremsdrücke, die Position der Bremse, ob sie auf oder geschlossen ist. Dann gibt es eine interne Schaltung, ist das, um den Block zu setzen. Das heißt, wenn das Fahrzeug reingefahren ist in den Block, wird der Block gesetzt. Dass die Anlage weiß, es ist ein Fahrzeug drin. Sollte es mal passieren, dass der Strom ausfällt, gibt es hier Verlinkungsrelease. Das sind diese hier. Mhm. Die sieht man hier. Das ist so ein Doppelrelease. Können wir einen betätigen. Mhm. So, die sind dafür da, wenn der Strom ausfallen würde und ich schalte die Anlage wieder ein, weiß die Anlage aber immer noch, wo das Fahrzeug sich befindet oder dass sich da ein Fahrzeug befindet. Das heißt, ich kann nicht so einfach die Anlage einschalten wieder und das nächste Fahrzeug schicken, weil der Block belegt ist. Ja. So, ich kann das zwar resetten, das mache ich aber bewusst. Das heißt, ich führe jetzt eine bewusste Handlung aus, die ich so normal gar nicht machen darf. Ja. Ich habe da im Fahrstand und Fahrpult extra so einen Schlüssel. Hm? Ich sage mal den bösen verbotenen Schlüssel dazu, weil mit dem kann ich einfach den Block umgehen. Das ist bei einer Evakuierung, falls da mit dem Blocksystem irgendwas nicht in Ordnung ist. Das liegt in meiner Verantwortung, um die Fahrzeuge rauszuführen. Deswegen, wir haben 10 Fahrzeuge. Das heißt, ich zähle auch mal 10 Fahrzeuge, wo die sich befinden, sodass ich ein Fahrzeug nach dem anderen raushole und dann die alle unten im Bahnhof sicher in Halle ankommen. Komm, ja. Was ich noch spannend finde, Markus, ist die ganzen Näherungssensoren. Wo laufen die zusammen? Wie gesagt, sind diese Schütze zum Beispiel. Das ist jetzt von der Bremse 1, das ist ein Näherungssensor, der zweite, dritte, vierte. Mehr gibt es da nicht. Dann bei der nächsten Bremse das gleiche. 1, 2, 3, 4. In der Regel haben die immer alle nur 4 Sensoren. Zwei davor, zwei dahinter. Und dann haben wir noch ein paar Reduzierbremsen, um die Fahrt so ein bisschen, ja, die Geschwindigkeit zu reduzieren. Dann gibt es ein paar, zwei Sensoren mehr. Die sagen der andere vorher schon, dann fragt ihr ab, wie schnell bist du? Und dann, je nachdem, wie schnell er über den Sensor fährt, in welchem Abstand misst er die Zeit, wie ist die Zeit gelesen, sodass die Anlage dann automatisch die Bremse betätigt und unterreduziert. Ja, super interessant. Ihr seht jetzt gleich immer noch den gleichen Schaltschrank. Ich gehe mal ein Stück zurück, dann seht ihr das. So sieht der geschlossen aus. Und Markus, hier vorne sind ganz viele LEDs drauf. Ich glaube, das bekommt normal auch niemand zu sehen. Vielleicht kannst du mal zeigen, was man hier sieht. Ja, für den Zuschauer bestimmt ganz witzig. Ganz viele Leuchte hier unten, ganz viele Melder. Das ist für mich ganz einfach, um schnell zu schauen, ob alle Sensoren vorhanden sind. Das heißt vorhanden, ob sie auch aktiviert werden, ob sie auch hier unten ankommen. Das sind diese grünen Sensoren, das sind vorne Bremsen immer. Hier in der Mitte sehe ich, ob die Bremse auf oder zu ist. In dem Falle auf. Wir haben sie heute Morgen schon aufgesperrt, die Bremsen. So, und dann kann man hier anhand der Tafel halt überwachen. Hier. Das müssen wir sehen gleich. Ja. Ja, das ist wirklich Wahnsinn. Da sieht man nochmal, wie viele Sensoren da eigentlich verbaut sind. Ne? Das ist ja eine ganze Menge. Weil eigentlich denkt man als Fahrgast immer, ja, da sind Bremsen halt drauf. Ne? Aber dass da jede Menge Überwachung hintersteht und was auch sicher ist, ist schon unglaublich. Ja. Das ist mein Schaltschrank, den ich selber gemacht habe. Den hast du komplett selbst gebaut? Gut, die Ritterschränke natürlich nicht, aber die kommen dafür von Rittern, aber ja. Das Innenleben, das habe ich gemacht. Hast du verdrahtet? Wenn du reinguckst, das kann ich sehen lassen. Schlechte neue Technik. Boah.
Was sehen wir hier, Markus, an Technik? Das ist praktisch unser Effektcontainer, ja. Stromcontainer. Wir werden alle Effekte versorgt mit Spannung. Das heißt Licht, Wasserspiele, Laufgeschäfte, was wir davor haben. Das wird alles hier durch versorgt. Ja, und meistens ist es ja so, dass eigentlich nur der Elektriker, der es gebaut hat, auch die Anlage nachher noch richtig bedienen kann, oder? Weil er weiß, wo genau welches Schütz welche Schaltung für was ist, oder? Das ist natürlich einfach, wenn man das selber gebaut hat, ist das natürlich richtig, dass ich das am besten weiß. Aber dafür habe ich auch einen Schaltplan gezeichnet, sodass, wenn da jemand anderes sich mal reinfuchsen sollte, das auch nachvollziehen kann. Ja, weil das ist wirklich, wirklich spannend hier. Das ist Licht vom Wasserbecken? Richtig, hier ist nur die Lichtversorgung fürs Wasserbecken. Unglaublich. Was sind das für Geräte? Habe ich auch nicht gesehen. Das Trafos? Also das sind Trafos und das sind diese LED-Controller. Ah ja. Also der Trafo versorgt den Controller und der Controller macht nachher, was die SPS hier eben sagt. Ja. Auf Rot, Grün, Blau oder alles durcheinander. Ja. Hast du SPS-Programmierung hier gemacht? Oder? Richtig, ja. Hier sieht man eine kleine SPS, das ist schon eine. Das ist für die nur speziell fürs Wasserbecken da. Hm? Hier ist das Wasserbeckenprogramm drauf. Ja. Das wird von hier aus versorgt. Ja. Daneben haben wir hier hinten noch eine zweite SPS, die versorgt den Rest von dem ganzen Schaltschrank. Das heißt, ich kann über 60 Steckdosen kann ich hier schalten. Das heißt, wenn ich hier andere Effekte noch an Steckdosen schalte, anlege, wie andere Lichter, werden in Steckdosen eingesteckt und die kann ich mit meinem Fahrpult dann ja, ganz problemlos bedienen, ohne nach hier hinten laden zu müssen oder irgendwie einen Stecker einstecken zu müssen. Ja. Was sehen wir da vorne auf dem Bedienfeld, Markus? Das ist eigentlich das ähnlich wie oben bei mir im Fahrstand, nur dass hier ein paar Sachen gesperrt sind. Gut, ich kann sie bedienen jetzt, aber andere können das nicht. Hat den Hintergedanke, dass ich nicht eine Fahrer reingeht, mal auch für Mitarbeiter und irgendwie Knöpfe drückt, wenn er mal Lust hat. Ja. Also ich kann jetzt genau wie oben hier Licht anschalten, eine Kasse zum Beispiel. So hört man auch Klack. Geht an. Das schützt eigentlich. So, dann kann ich die Wasserspiele hier anschalten. Das heißt, macht gleich klack, klack, klack. Jetzt hört man das auch. Passt die anderen Viertel lang hoch. Dann gehen gleich die Pumpen in die Grundversorgung rein. Den ganzen 14 Pumpen, die hier versorgt werden. Ja, die schalten die nacheinander ein. Dann, ne? So, jetzt hört man das auch das Geräusch. Ah, ja, cool. Hast du auch einen programmiert? Typische, nee, das war gerade zufällig. Das Summen ist halt von den Frequenzumrichtern. Die werden alle über FUs gesteuert. Dadurch habe ich halt die Möglichkeit, diese Effekte mit dem Hoch, Runter schnellstmöglich auszuführen. Ja, stimmt. Die großen Fontänen. Ne? Genau. So, machen wir hier aus. Energiesparen. Energiesparen, ja. Energiesparen ist ja momentan das A und O, ne? A und O, ja. Ja, ich glaube zum Beispiel, bestimmte Lichteffekte dürfen nur zu bestimmten Uhrzeiten eingeschaltet werden. Wir haben das jetzt auch schon angefangen. Die haben auf dem Dom haben sie geschrieben, jetzt hier ab 18 Uhr soll ich erst die Beleuchtung anschalten. Ja. Das ist, ja, macht auch Sinn teilweise. Manche, so viel sollte man nicht anschalten, noch nicht. Ja. Gut, wir haben zwar LED-Technik, aber auch im Ganzen, wenn man die zusammenrechnet, das ist ja nicht alle LED, das sind ja etliche LEDs, die addieren ja zusammen. Die verbrauchen auch eine ganze Menge. Eine ganze Menge Strom dann, ne? Ja. Ja, da hast du recht. Und hier sieht man immer die Verstärkeranlage. Unsere Musik, die wir vorne abspielen, ja, wird hier versorgt. Es sind auch ein paar einige Verstärker. Die brauchen natürlich auch wieder Spannung. Das heißt, die ziehen auch wieder Leistung. Wenn man das alles addiert näher zusammen, was ich vorhin schon gesagt habe, mit diesen 160 kVA, das summiert sich ruckzuck. Das heißt, die einzige Fahranlage plus Lichteffekte, plus Verstärker und den ganzen Deko drumherum, das Kuhspiel, plus Bauer, was alles dazugehört, ist das schon eine ganze Menge. Eine ganze Menge, Wahnsinn. Also ich muss sagen, das, was ich dazugelernt habe, ist auf jeden Fall, wie viel Technik eigentlich notwendig ist, für so eine Riesenanlage zu betreiben. Ne? Das stimmt, das klappt mal von außen nicht. Ja, das ist auch einfach, so. Ne, das ja. Alles klar, dann ziehen wir mal weiter. Wir zeigen euch jetzt nochmal die Lichttechnik. Und ich muss sagen, Markus, das sieht ja wirklich imposant aus hier. Da ist ja richtig, richtig Power hinter. Ne? Ja, sieht man, ne? Vielleicht erklärst du mal kurz, was man da eigentlich sieht, weil das ist immer so eine, als Laie hat man ja ein wenig Gefühl. Ich sehe jetzt unten, sehe ich so riesen Trafos, ne? Richtig. Und dann, was ist das hier, diese MSL-LED-Kurve? Fangen wir mal den Trafos mal an. Die Trafos praktisch werden versorgt mit 400 Volt Spannung, Drehstrom. Und daraus wird 36 Volt Gleichstrom produziert. Ja. Und diese 36 Volt gehen praktisch hier rein in diesen Controller. Das ist an den dicken roten Leitungen, da sieht man das ganz doll. Hier wird die versorgt. Ja. So. Dann ist hier der Mikrocontroller.
Der hat eigentlich das Programm vom Licht drauf. Der gibt das dann mit diesen Karten, die sie ausgehen lassen, diese Signale. Ja. Die werden dann weitergegeben an den Kappenbieren. Jede Lampe hat ihr eigenes Signalkabel, sodass sie genau weiß, wann sie an- und ausgehen soll. Dadurch wird das dann gesteuert. Und das sind einfach die Sicherungen für die einzelnen Kreise. Ja. In dem Fall haben wir 8 Kreise für die Versorgung der Displays. Von vorne ist das. Ja. Und einmal die Steuersicherung praktisch, die ist einfach nur, dass er für sich selbst versorgt. Ja. Und das ist mehrfach, ne? Oben ist dann auch nochmal einer, ne? Richtig, für verschiedene. Wir haben 4 Displays vorne vor, da sieht man das auch, Display 1 bis 4, steht da drauf. Da haben wir praktisch nur einen Controller, aber 4 von den Versorgungseinheiten. Von den Einheiten dann, ne? Markus hat gerade den Testbetrieb gestartet. Gut. Und auf geht's. Markus, das ist auch ein bisschen immer eine Herausforderung, glaube ich. Ne? Gerade bei der Kälte, jetzt haben wir hier 1 bis 3 Grad. Und die Kugellager, die sind ja noch nicht warm morgens. Ne? Das stimmt, das merkt man gleich oben eine Kurve. Die kommen sehr langsam um die Kurve rum. Das ist aber ganz normal, weil das Fett erst A kalt ist und dadurch auch zäh ist. Das, nach 2-3 Runden Probenfahrt ist das dann schon, merken sie auch, dass sie schneller werden. Das Fett wird auch alleine aufgeheizt durch den Rollenabrieb. Ich finde das interessant, kennst du den Cedar Point, den Topswill Dragster, wo der 100 Meter gerade nach oben geschossen wird? Ja. Und wenn da schlechtes Wetter ist, dann haben die nämlich die gleichen Probleme, ne? Dass sie nicht über den Berg drüber kommen. Die schießen mehrfach, bis die bis sie irgendwann schaffen, dass da oben drüber geht dann. Ne? Ja. Das haben einige Probleme mit Kälte. Das ist einfach, ja, das ist Technik, die Physikalik, die man nicht ändern kann. Das ist halt so. Wenn es Fett kalt ist, ist es zäh. Und wenn es warm wird, ist es halt flüssig. Das ist genau wie Fritteusenfett. Kann man ganz blöd sagen. Das ist ähnlich. Wenn man das ganz roh kauft, ist es weißer Block. Wenn es heiß macht, ist es flüssig. Und so übertrieben gesagt ist es dann Kugellager auch. Ja. Es wird zwar nicht so flüssig, aber es wird halt ein bisschen weicher. Ja, das stimmt. Ja. Gibt es da Heizungen für, theoretisch? Wir tatsächlich ja. Wir haben hier ein Heizsystem verbaut, das in unserem Bahnhof befindet. Das nutzen wir ganz oft in London, wo wir jedes Jahr bisher waren. Dass unsere Fahrzeuge vorher vorgeheizt werden. Da reichen auch nur ein paar Grad aus, ein paar wärmer. Das müssen jetzt nicht alle 20 sein. Und so ein Rad, sage ich mit 15 Grad hat circa, ja, dann ist das schon voll ausreichend. Weißt du, ja. Ich kann hier mal kurz gesehen haben, ich kann mal die Lüfte mal ein bisschen schneller machen. Ja. Dass wir mit voller Geschwindigkeit aus der Kette fahren und eher oben nicht langsam wird. Das nutze ich ganz oft morgens, gerade bei den Temperaturen, um halt das Fahrzeug noch schneller abzuschießen, sodass ich mir auch sicher bin, dass sie den Berg schafft. Ja, im Realbetrieb wird man wahrscheinlich machen, weil da einfach auch zu verschleißintensiv ist, ne, oder? Das kommt schon vor. Ich mache das, wenn es der Hochbetriebs, also wenn wir vollen Takt fahren, ja, was so circa 17 Sekunden sind, ja, dann muss ich den Knopf auch betätigen, ja, dass ich so schnell wie möglich die Fahrzeuge wegbekomme, ja, um den nächsten nachzuschicken. Ja, ich war ja gestern Abend bei euch, ne, da war ja auch echt gut besucht. Ne? Ihr hattet gestern Abend war doch einiges los gewesen. Ja. Das war schon ganz, für das Wetter war ich sehr, sehr zufrieden. Ich habe einen schlimmeren gerechnet gestern, da die Regenfeuersache ziemlich hoch war. Ja. Es ist halt Wetter geschuldet vom Betrieb. Ja. Und deswegen war ich sehr, sehr positiv überrascht. Das merke ich jetzt noch nicht. Das merkst du erst, jetzt fährt sie hoch. Ja. Jetzt kriegt sie gleich den Sensor. Also schaltet sie um, kennt ihr jetzt den Sensor, wo sie noch schneller geht. Ja. Ah ja, jetzt sieht man, wie er. Sieht man, wie er Gas gibt. Genau. Oben schaltet sich diesmal nicht ab, weil ich das jetzt ausgeschaltet habe. Ja. Das heißt, der schickt den Speed raus. Ah ja. Petra? Hey. Nächste bitte. Ihr seht, die Wartungsarbeiten sind voll im Gange. Markus hat nochmal gerade die 2 Stufen erklärt von dem Kettenantrieb. Einmal langsam und einmal gibt es noch eine schnelle Stufe, insbesondere wenn auch viel los ist oder wenn es kalt ist, um den Wagen sozusagen extra Schub zu verpassen. Ihr seht, da wird schon der nächste Wagen einrangiert in die Strecke. Die Mitarbeiter steigen jetzt als nächstes auf die Gondel auf, machen eine Testfahrt. Ja, und ich habe es mir natürlich auch nicht nehmen lassen, dann selber eine Testfahrt zu machen mit der Wilden Maus XXL. Die seht ihr jetzt gleich noch und dann geht es weiter mit dem Interview von Max Eberhardt. Ja.
Heimat. Hi Max, grüß Hallo. Dich. Hallo. Ja, es ist für mich auch eine besondere Ehre, dich hier persönlich anzutreffen, weil ich weiß, du bist auch super selten vor der Kamera zu sehen. Und mir persönlich als Kürbis-Fan bedeutet das natürlich auch viel. Und das Geschäft ist ja im Prinzip ja, ein Gesamterlebnis. Ne? Du hast ja im Prinzip eine komplette Thematisierung und ich glaube, das Thema auch mit der XXL ist nicht zu hoch gegriffen, weil du bietest einmal draußen ein Laufgeschäft, ne? Du hast die wilde Maus, hast eine Achterbahn rumgebaut, aber vielleicht erklärst du selber mal, wie bist du damals auf die Idee gekommen und wie ist es zur wilden Maus XXL gekommen? Naja, wir waren mal mit der Familie im Europapark und da gibt es ja den Matterhornblitz und diese wilde Maus eben vom Mack mit diesem Aufzug gerade nach oben, die hat ja genau nach dem Aufzug geht es da glaube ich rechts rum und da ist eben genauso ein Tal, wie wir dann später hier quasi zweimal ringsum gebaut haben. Und habe ich halt da gesessen, habe eine Stunde zugeguckt sozusagen, ja. Und habe halt immer gesehen, dass die Leute halt in, ich sag mal, in so einer Vierergondel, wenn die dann so durch ein so großes Tal doch fahren, dass halt da wirklich jeder da am Lachen ist und hab mir so, da ist so ein bisschen so die Idee quasi entstanden, irgendwie an eine bestehende Achterbahn so ein Tal ranzubauen. Und dann war natürlich das Problem, wenn man auf der einen Seite lang fährt, muss man irgendwie auf der anderen Seite wieder zurück. Ja. Und eben wieder dann an der alten Strecke anzuschließen. Ganz am Anfang hatten wir auch noch die Idee, dass wir vorne ein großes Tal machen und hinten dann zwei große Hucke. Ja. Aber dann bin ich dann davon wieder ein bisschen weggegangen, weil ich gedacht habe, Mensch, ist ja alles so viel Stahl und wenn du dann hinten so große Hügel hast, hast du noch mehr Stahl. Und irgendwie wurde dann ganz, ich sag mal, zum Schluss dann entschieden, vorne ein Tal, hinten ein Tal. Und die Geschichte ist halt die, dass ja normalerweise die normale wilde Maus, wenn sie über den Lift fährt, dann braucht sie halt immer so zwei, drei Serpentinen, um erstmal Schwung aufzunehmen. Ja. Dann ist man oben eigentlich in der obersten Etage schon fast fertig, hat unten dann noch die, das Tal und die zwei Huckel. Und hier haben wir jetzt eben die Situation, weil wir durch das zweite Tal schnell ankommen und dann hinten hat man diese 180-Grad-Kurve, ja, dass man eben halt auch um die Serpentinen relativ schnell fährt. Und dann hat man sozusagen zwei Highlights am Anfang, ein Highlight dann oben, dann zum Schluss nochmal quasi das eine Tal und die anderen beiden Hügel. Ja. Und das Witzige ist eben dann, die Leute erwarten irgendwie eine normale wilde Maus, eine Familienachterbahn, wo dann der Opa mit dem Neffe oder wie auch immer drin fährt. Und wenn die dann immer an der Bremse ankommen und man die Leute ihre Gesichter anguckt, dann sieht man immer, dass die immer denken, huch, was war das denn jetzt hier? Ja. Weil eben die Achterbahn durch diese Konstellation eben ziemlich von Anfang bis Ende ziemlich flott ist. Flott ist, naja. Genau. Ja, das ist eine sehr intensive Fahrt, ne? Aber trotzdem familienfreundlich. Ich finde, ja, das ist gerade auch dieses Achterbahnerlebnis, ne? Das ist nicht einfach, dass du in den Parcours reinfährst, zickzack, sondern du hast wirklich diese Hügel, die auch ordentlich Speed dann ich glaube, ja, was ja nun die diese Reportage sehen, das ist ja, wie du sagst, ja Fachpublikum. Ja. Und das Fachpublikum wird bestimmt wissen aus dem einen oder anderen Freizeitpark, dass da immer die wilden Mäuse, ich sag mal, manchmal so runtergebremst werden, dass man mittendrin denkt, Mensch, da bleibst du ja bald stehen. Ja. Und das ist eben genau der Unterschied bei uns, also, dass wir eben von Anfang bis Ende eigentlich nicht eine wilde Maus, eine wilde Ratte, ganz wild unterwegs sind. Ja. Und das eben, deswegen steigen halt die Leute sehr zufrieden aus, weil eben das von Anfang bis Ende. Dann stimmt, dann wieder, ja. Ja, und die sind ja wirklich schnell. Ne? Ich weiß nicht, wenn man mit Freizeitparks vergleicht. Das, ich glaube, wir hatten im Vorgespräch, hast du mal gesagt, da gibt es ja Extrembeispiele, wo auch die Bahnen noch extrem runtergebremst werden. Und hier? Ja, gut, im Freizeitpark ist es ja so, denen geht es ja nicht darum, viele Personen zu befördern, sondern es ist eine ganz andere Geschichte wie auf der Kirmes, ganz andere Welt. Aber eben, weil die Bahn so konzipiert ist, ist bei uns eben das von Anfang bis Ende flott. Ja. Und da wird man eben nicht quasi vor dem der alten kleinen wilden Maus, das große Tal, davor, das ist eine, die Bremse 5, das ist eine Reduzierbremse. Ja. Und dort wird zum Beispiel fürs Fachpublikum, die können ja mal gucken, ja, dann werden die erkennen, dass in den Freizeitparks dort werden die Gondeln immer ziemlich runtergebremst. Ja. So, und das finde ich halt eben, also das wollen wir überhaupt nicht, weil das macht ja so ein bisschen so das Fahrerlebnis kaputt. Genau. Das ist so ähnlich, wie wenn du jetzt in einem Breakdance im Park fährst oder hier jetzt beim Domdancer. Ja, da hast du das Stimmung. Das ist halt eben der Unterschied von Freizeitpark zur Kirche.
Kirmes an. Ne? Und ist eigentlich cool. Du hast ja quasi dir deinen Wunsch erfüllt, deine Achterbahn so zu designen, wie du dir das vorstellst. Ne? Und dann gibt, ihr habt ja davor den Parcours gebaut. Wie bist du dazu gekommen, diese Vollthematisierung zu machen? Na, die Idee ist eigentlich deswegen entstanden, weil ich halt gedacht habe, jetzt haben wir da vorne 55 Meter Front. Die Leute steigen da ein, gehen dann nun mal bei der Bahnhof, der nun hier an der Seite ist, müssen sie erstmal da 50 Meter hierher laufen. Und da habe ich halt immer gedacht, wenn jetzt da die Schlange so zum Beispiel mal, das Geschäft ist voll, da stehen die halt da und warten, wie in jeder anderen Achterbahn. Und da habe ich mir gedacht, da haben wir oben ja einen Dienstwagen und unten einen Laufparcours von Gossetto. Und da habe ich eben gedacht, wenn jetzt mir diese Laufeffekte dort mit anbieten, da sind die Leute halt auf dem Weg quasi zur Station schon gut unterhalten. Und eben ganz entscheidender Punkt, wir kriegen eben zwei Attraktionen zum Preis von einem. Ja, und wenn man jetzt heutzutage sich das eine oder andere Laufgeschäft anguckt, wir nehmen dann auch da 4 Euro, 5 Euro, 4,50. Ja. So. Und bei uns wiederum gibt es eben das zur Achterbahnfahrt und sonst dazu. Und das ist auch so ein bisschen, glaube ich, der Grund. Klar, heutzutage, deine Fans bestimmt wissen, das weiß ja jeder, ist alles sehr teuer. Ja. Für uns alles sehr teuer, eben so eine Anlage zu bewegen. Aber ich denke, wenn auch jetzt hier wieder in Hamburg, wie man ja sieht, wenn die Leute dann trotzdem für den Fahrpreis, ich sag mal, eine gute Leistung kriegen, und kriegen zwei Anlagen zum Preis von einem, dann sind die Leute auch bereit, das zu bezahlen und steigen dann immer noch zufrieden aus und sagen, Mensch, wir müssen mal wieder reingehen. Also wir haben viele Vielfahrer, da fährt jetzt der Vater mit seinem Kind, kommt wieder raus und dann muss dann die Mutter mit dem Kind dann nochmal fahren. Ja, so, weil, weil sie eben bei uns was kriegen fürs Geld. Das ist so ein ganz, ganz, ich würde sagen, fast eigentlich der wichtigste Punkt der Wilden Maus Sixen. Ja, und als ich das erste Mal, ich bin krank tatsächlich, das erste Mal drauf gewesen, ich habe das oft gesehen, Düsseldorf da Rheinkirmes. Ich habe da vorgestanden, ich habe immer Videos gemacht und meistens waren immer lange Schlangen tatsächlich, wenn die ist ja wirklich gut besucht, die Wilde Maus XXL. Ne? Und auch jetzt hier heute Abend haben wir wieder, der ist echt gut Betrieb hier. Das wird super angenommen am Ende des Tages. Ja, was wir gemacht haben, was auch nochmal wichtig zu dem Punkt zu erwähnen ist, wenn man jetzt vor der Achterbahn steht, kann man eigentlich, außer jetzt hinter der Kasse haben wir diese drei Waschtrommeln, aber im Großen und Ganzen haben wir das eigentlich so gemacht, dass man eigentlich von vorne das gar nicht sieht. Okay, weil wir natürlich auch, meine Schaustellerkollegen in Laufgeschäften, die sollen natürlich auch ihr Geld verdienen. Oder jeder Geld verdienen. Ich bin ja nicht alleine hier. Wir sind ja in einer Gemeinschaft. Und deswegen habe ich dann im Nachhinein, haben wir wirklich vorne, deswegen haben wir da überall diese Bretter, dass also der Besucher, der jetzt bei uns ein Ticket kauft, jetzt eben genau das eben so sieht. Aber eben dann positiv überrascht ist, wenn er durch die Kasse mal durch ist, dass man das eben dann noch umsonst dazu kriegt. Ja. Aber es soll nicht so sein, die Leute, also die Achterbahn steht immer im Vordergrund. Ja. So, und das andere ist eben so ein Nebeneffekt, genau wie die Geschichte mit VR. Da gibt es ja auch zum Beispiel einen guten Bekannten von mir, der Herr Geier, der hat eine ganz tolle Anlage mit Dr. Archibald. Aber da wird sich ja quasi auf die VR-Geschichte konzentriert. Ja. Und so bei uns das eben dann auch wieder eben so ein zubuchbares Feature. Ja. So, also wer jetzt so, normalerweise bräuchte die Achterbahn das gar nicht, weil der Gedanke dieser VR-Geschichte ist ja eigentlich gewesen, alte Achterbahnen abzugraben. Und eben keine 10 Millionen im Park zu investieren, sondern lieber die Feuerbrille da drauf und als eine alte Achterbahn, die 30 Jahre alt ist, eben damit wieder etwas aufzupeppen. Und bei uns ist eigentlich so, die Fahrt ist eigentlich so wild, dass du das eigentlich gar nicht brauchst. Aber ich fand das so eine tolle Sache. Und die Firma Mack, die VR Coasters, die uns das sozusagen gebaut hat, die haben am Anfang auch sehr kämpfen müssen, weil ja die Fahrt so flott ist. Ja, genau. Aber weißt du was? Ich bin hier schon mal in VR gefahren. Und der VR-Film ist mega, weil im Prinzip, wenn man den Berg hochfährt, ne, fährt man ja quasi den Turm rauf. Und wenn du oben dann rauskommst, genau dieses Rasante. Und Dr. Archibald von Patrick Reier ist eine mega, für mich eine Anlage. Eigentlich die beste Anlage, wirklich, was Gesamterlebnis angeht, auf dem Kirmesplatz, die Dr. Archibald. Das sind so viele Transporte und dieses Erlebnis. Aber da bist du relativ langsam, wie mit der Geisterbahn. Ne? Aber auch wenn du jetzt Phantasialand nimmst, die Achterbahn hier, die Spirit of the Nighthawk, wie sie früher, jetzt heißt ja
crazy bets. Wenn du damit fährst und dann das erste Mal hier mit dieser Brille, das ist ein VR-Erlebnis, das ist so intensiv, finde ich, weil du, genau, du weißt nicht, ob es rechts, links geht. Ja, und was wir ja machen, deswegen haben wir ja auch Kopfhörer, weil wir ganz am Anfang gemerkt haben, ohne die Kopfhörer. Stark, du hörst halt die Umgebungsgeräusche. Ja, aber das ist wirklich das Problem, da stand rein zufällig der Propeller von WTC genau hinter uns. Ja. Da bist du in den Lift hochgefahren, hast du mal dieses. Ja, genau. Ja. Dann haben wir gesagt, also das Mist, deswegen haben wir jetzt quasi Kopfhörer. Mhm. Und es wird auch oben quasi, also während der Fahrt, sagt eine Stimme quasi, Vorsicht, links rum, ja. Vorsicht, rechts rum. Dass die Leute halt, weil das ist also ganz witzig, wenn wir das nicht gemacht haben, waren die Leute ja nicht auf die Kurve vorbereitet. Mhm. Dann hat man von unten dann immer gesehen, wie die vier Köpfe dann immer links, rechts. Rechts, ja. So, und jetzt können die Leute sich ein bisschen auf die Kurve vorbereiten und dann ist das auch okay. Und was wir jetzt zum Beispiel auch haben, was ganz witziger Effekt ist, im zweiten Tal sind wir ja in einem Doppeldecker, mhm, und dann fahren wir runter und dann fliegen wir in der virtuellen Welt ja ein Looping. Ja, das stimmt, das ist ein Looping. Wir fliegen ja ein Looping. Ja. Und dann sagt auch immer vorne die Figur, sagt ja auch immer, das ist der Looping, den der Chef nicht aufbauen muss. Ja, das stimmt. Ist ja nur in der virtuellen Welt. Und weil du eben gerade runter und gerade wieder hochfährst, hast du wirklich das Gefühl, ja, fliegst ein Looping, was du ja nicht tust. Du fährst ja nur runter und wieder rauf. Ja, und ich finde, es ist sehr intensiv. Ne? Ich habe selber so eine Oculus Quest 2. Ne? Und die, da sitzt du halt, da stehst du im Raum drin, aber diese fahrenden Erlebnisse ist schon was ganz anderes. Wie habt ihr die eigentlich so synchron bekommen nachher, die Fahrt? Da war bestimmt auch eine Herausforderung, weil es gerade so schnelle Bewegungen sind, oder? Die Fahrt. Naja gut, das System ist ja wie folgt. In der VR-Gondel ist eine, wir nennen sie Blackbox. Mhm. Und die, will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich glaube 20 Mal pro Sekunde sagt die Blackbox der Brille, wo die Gondel sich befindet. Ja. Also es ist sozusagen ein ständiger Abgleich, mhm, zwischen Brille und Blackbox. Weil was wirklich also ein Problem ist, ja, wenn du auf einer Achterbahn fährst, ja, und aus irgendeinem Grund ist jetzt der Film nicht synchron zur Fahrt, ja, da kann der Körper nicht mit umgehen. Ja. Dann wird den Leuten schlecht. Ja, wird so. Und wir haben halt wirklich, also es ist jetzt nicht so, dass da irgendwie mit der Fahrzeit gemessen wird oder Umdrehung von dem Rad, sondern einfach immer so. Diese Box sagt immer der Brille ganz genau, wo man sich in der Achterbahn befindet. Und deswegen ist es auch eben so synchron und muss auch so synchron sein, weil sonst ist es nicht schön. Ja. Und was die meisten Fans gar nicht wissen, ist, dass du auch absolut oder natürlich Achterbahn-Spezialist bist. Aber du baust natürlich auch noch große Achterbahnen auf und da hat eine Firma, die heißt, glaube ich, RCS. Ne? Wie ist es dazu gekommen? Naja, vor 25 Jahren hat mein Vater ja mal das Karussell Evolution gehabt und das ging dann in den Freizeitpark Mirabilandia und von Mirabilandia wurde diese Anlage dann weiterverkauft nach Amerika und da hat dann die Firma Vekoma aus Holland jemand gesucht, der dieses Karussell aufbaut und da war das halt eben mein Glück, da ich ja nun 4 Jahre damit durch Deutschland gefahren bin, kannte ich natürlich an diesem Karussell jeden Bolzen, jedes Kabel, alles auswendig. Ja. Und dann durfte ich quasi für die Firma Vekoma in Amerika, Six Flags Great Adventure, durfte ich dieses Karussell aufbauen. Wahnsinn, ja. Und ich muss dann sagen, das hat mir sehr viel Spaß gemacht, das dann eben zu tun. Und dann habe ich dann eine Weile für die Firma Vekoma als Supervisor gearbeitet. So. Und daraus hat sich dann eben ergeben, dass wir dann angefangen haben im Winter, in der Winterzeit, weil wir ja aufgrund unserer Karusselle viel eigenes Equipment hatten, Zugmaschinen, Kran, Personalwagen, einen Werkstattcontainer, haben wir dann halt angefangen in Freizeitparks quasi erst im Winter zu arbeiten. Da war dann immer quasi die Saison so von Oktober bis April. Ja. Im April ging es dann wieder auf der Kirmes los. Und über die Laufe der Jahre hat sich das dann irgendwie so entwickelt, dass im Grunde genommen der Kirmesbereich in den Hintergrund getreten ist und wir uns jetzt quasi darauf spezialisiert haben, ich sag mal, ganze Freizeitparks aufzubauen. Ja. Wir haben in Beirut einen ganzen Freizeitpark gebaut, in Italien, in Rom das Rainbow Magic Land oder zum Beispiel die großen Anlagen, die wir gemacht haben, zum Beispiel in Abu Dhabi, im Ferrari Park, da haben wir diese ganz schnelle Achterbahn von Intermin aufgebaut. Ja, die habt ihr auch gemacht, Wahnsinn. Die heißt, glaube ich, Ferrari, wie heißt die nochmal? Formula Rossa. Formula Rossa, ne? 245 Stundenkilometer in 2,9 Sekunden. Bist du mitgefahren? Ja, einmal und
Das ist wirklich ganz schön flott. Das ist Wahnsinn, ne? Dann haben wir da auch Flying Aces aufgebaut, das ist die Bahn, die draußen steht. Oder genau mittendrin haben wir eine Bahn aufgebaut, da war früher ein Bus-Freifallturm. Hm? Nein, Bus? War das, ich weiß gar nicht, was Bus oder S&S? Ich bin mir da nicht mehr ganz sicher. Ist schon so lange her. Ja. Aber da haben wir auf jeden Fall dann den Turm rausgebaut und dann wurde da auch eine Achterbahn reingebaut. Und das ist eigentlich jetzt unser Hauptgeschäft. Also jetzt gerade jetzt, falls vielleicht die Fans das interessiert, jetzt sind wir gerade im Europapark und bauen die neue Bahn im Europapark auf, die also außergewöhnlich tolle Anlage wird das. Dann sind wir gerade im Toveland. Da bauen wir. Stimmt, die bauen wir auch gerade. Genau, da bauen wir gerade von der Firma Intermin einen Parachute Tower. Dann haben wir was ganz Interessantes vielleicht. Es wird ja in Saudi-Arabien wird ein Six-Packs-Park gebaut. Ja. Und dort bauen wir jetzt die größte Achterbahn der Welt. Wahnsinn. Wie lang ist die? Die ist 4,5 Kilometer lang. Boah. Fährt auch 250 Stundenkilometer. Ja. Und der höchste Punkt ist fast 200 Meter. Unglaublich. Und für die Fans, die vielleicht das interessiert, können halt im Internet gucken, die Bahn heißt Falcon Flight. Ja. Falkenflug. Und halt in diesem Park, also wir haben schon viel gemacht auf der ganzen Welt, aber was in diesem Park alles aufgebaut, also was gebaut wird in diesem Park, das ist also, das sucht seinesgleichen. Da geht es über die Achterbahn, die fast 200 Meter hoch ist, über den Freifallturm, der bei 200 Meter hoch ist, über andere Achterbahnen, die auch 1500 Meter lang, 60, 70 Meter hoch. Also das ist ein ganz, ganz besonderes Projekt da in Saudi-Arabien. Ja. Gibt es eigentlich auch eine Achterbahn, die, was ist deine Lieblingsachterbahn? Du hast ja deine Achterbahn hier gebaut mit der Wilden Maus XXL, was ein Fahrgeschäft, auch aus der Vergangenheit, wie zum Beispiel, ich war hier auf der Schäuber-Föhr in Luxemburg, da stand zum Beispiel, wie heißt es noch, die Bayern-Kurve zum Beispiel, das ist ja auch ein echt cooles Geschäft gewesen. Hast du auch irgendwie so ein Geschäft, wo du sagst, das ist dein absolutes Lieblingsgeschäft, egal ob jetzt auf Kirmes oder im Freizeitpark? Ja, also was ich schon relativ gut finde, sind natürlich wirklich diese Hochgeschwindigkeitscoaster. Ja. Von Cedar Point, oder Six Flags Great Adventure, Kinder Car. Ja. Oder eben jetzt Formula Rossa, Ferrari World. So, das sind schon so schon besondere Anlagen. Also bei mir geht es jetzt gar nicht darum, ich bin nicht so ein Fan unbedingt von so 10 Loopings oder so. Ja. Also da gibt es ja den 10 Inversion Coaster von Intermin. Ja. Da steigst du ja aus, so weißt du nicht mehr, wo links oder rechts ist. Ja. Also ich finde die Anlagen, weil ich es halt eben auch, ja, so ein bisschen von der technischen Seite auch eben sehe. Und da sind die natürlich, wenn die da so einen Zug, das muss man sich ja mal vorstellen, so ein Zug von so einem Intermin-Coaster wiegt der mit, sagen wir mal, 10 Tonnen. Ja. Und hat eine ähnliche Beschleunigung wie ein Formel-1-Fahrzeug, was irgendwie nicht mal eine Tonne wiegt. Dass man da mal so sich mal überlegt, wie viel Dampf dahinter ist, wenn der Zug da losbrettert. So, und das ist halt, das finde ich halt immer ganz, ganz, also das reizt mich. Ich will in Cedar Point jetzt die Millennium Force, die war glaube ich 2002, glaube ich, rum die schnellste, höchste Achterbahn der Welt, ne? Und die ist auch schon 2,5 Kilometer lang und die haben ja alle diesen Highspeed-Lift. Ich meine, die ist 80 oder 100 oder 120 Meter hoch, aber es ist schon Wahnsinn, mit welcher Geschwindigkeit man da hochgezogen wird. Ich glaube, es ist 6 Meter pro Sekunde. Ja, 6 Meter pro Sekunde. 6 Meter pro Sekunde, glaube ich. Ja, das ist schon flott. Das wird das nicht. Ist schon flott. Ja, und man sieht ja, wie die Technik weitergegangen ist, ne? Da war ja noch der Top-Suit Rackster, ne? Die wurden damals noch mit Seile angezogen, ne? Da waren ja riesen Spulen, die da gezogen wurden. Jetzt haben wir alles LSM-Motoren. Ne? Na ja, gut, der Antrieb, sag mal, ich glaube, der größte von allen ist ja Formula Rossa. Hoffentlich kriege ich das jetzt die Zahlen alle richtig auf die Kette. Also die Winde mit Getriebe wiegt ja 59 Tonnen. Ja. Und kann man bei uns auf der Homepage, glaube ich, auch sehen. Da gibt es irgendwie ein paar Bilder zu. Ist ja so, da wird ja quasi die Winde wird ja in Einzelteilen geliefert. Da mussten wir da gerade in der Wüste quasi da das Getriebe auf die Welle, eine riesige 60 cm dicke Welle, draufbringen. Und das war also schon eine große Herausforderung. Da wurde die Welle in Trockeneis gepackt, damit die ein bisschen schrumpft. Das Getriebe in die Sonne gehängt, damit es ein bisschen größer wird. Und da hatte man einen Versuch, das dann drauf zu schieben. Ja. Und das musste dann funktionieren. Und ich glaube, in der Anlage sind irgendwie 40.000 Liter Öl. Ja. Ist ja so, das ist ja Stickstoffbehälter. Der Stickstoff schießt auf die Hydraulikmotore. Das Hydrauliköl geht in die Motore. Ja. Und die Motore drehen die Winde.
Und die Winde ziehen ein Seil. Mhm. Und dieses Seil wiederum, dieser Schlitten hängt ja unten im Zug. Ja. Und quasi kurz bevor es dann hochgeht, dann klingt das aus, ne? Und dann fährt die Achterbahn. Ja. Also es ist schon Wahnsinn. Also das von der Technik her, gut, was eben glaube ich vor 20 Jahren die Geschichte war, da gab es ja auch schon die LSM-Geschichte, aber da haben die einfach so viel Strom gebraucht. Dass da immer, wenn da, glaube ich, im Six Flags Great Adventure stand auch mal so ein Ding, das ist, glaube ich, Batman und Robin. Ja. Und immer, wenn der losgeschossen ist, sind da auf Deutsch gesagt im Ort die Lichter ausgegangen. Ja. Und dann sind sie ja von dieser Technik umgestiegen auf den Windenantrieb. Mhm. Aber der Windenantrieb ist natürlich unheimlich aufwendig. Ja. Und jetzt haben sie irgendwie eine bessere Technik, dass sie wieder die Magnete benutzen, aber eben den Strom ein bisschen speichern und eben nur kurzfristig, wenn man ihn diesen Dampf braucht, das eben kurzfristig mal 6, 7, 8 Sekunden und eben nicht die ganze Zeit. Ja. Deswegen sind die LSM-Motoren wieder zurückgekommen und jetzt werden immer diese Art der Technik wird halt eben verbaut. Ja. Um halt, was ja eben auch witzig ist, an manchen Achterbahnen hast du dann dreimal den Launch da drin, dann fährst du, da wirst du mittendrin mal wieder beschleunigt. Oder jetzt vorwärts, rückwärts, so eine Geschichte halt. Das geht natürlich alles mit dem Windenantrieb nicht. Nicht dann, ja. So, weil ja nun der LSM-Antrieb eben auch zum Beschleunigen und eben auch zum Bremsen benutzt. Ja. Und was ich auch spannend finde, vielleicht kannst du die Frage auch beantworten, und zwar auch wieder im Cedar Point. Die Bahn, die braucht ja, wenn es neblig ist oder wenn es nass ist, ne, dann schafft die machen da mal Probeläufe und die Bahn schafft es. Ich weiß, die war manchmal immer geschlossen, wenn ich in Cedar Point war. Wenn schlechtes Wetter ist, dann hat die den Berg nicht geschafft. Hat die es wegen dem Rollwiderstand von den Rollen nicht geschafft oder hat das was mit dem Seilantrieb zu tun? Weißt du das? Naja gut, jede Achterbahn spricht ja auf Witterung an. Mhm. Zum Beispiel diese wilde Maus XXL, wenn wir im Frühlingsdom hier bei 0 Grad morgens unsere Probefahrten machen, dann müssen meine Mitarbeiter da mitfahren. Damit wir da ein bisschen Gewicht in der Gondel haben und damit die da auch mal den Berg hochkommt. Und wenn wir dann auf der anderen Seite in Düsseldorf sind, auf der Rheinwiese schön im Sommer, 30 Grad. Ja, stimmt, das andere Extrem. Ne? 30 Grad und wir sind, ich sag mal, es ist viel Betrieb und man ist kurzen Takt am Fahren. Da musst du genau andersrum. Da muss da oben die Reduzierbremse zugedreht werden, weil sonst die Dinger, auf Deutsch gesagt, doppelt so schnell fahren wie halt jetzt. Und so wird das dort eben auch sein. Einfach umso kälter es ist oder nebelig oder nass, spielt natürlich dann eine Rolle für den Zug, der da eben da. Immer nicht vergessen, so ein Zug wiegt 10 Tonnen. Wiegt 10 Tonnen. Er muss da hoch auf die 100 Meter im Cedar Point. Das ist Wahnsinn. So, da muss man. Und das ist halt das Interessante, wie viel Technik doch dahinter steckt, was man, ich sag mal, der normale Freizeitparkbesucher gar nicht so realisiert. Klar sind das Dragster ist eine besondere Anlage, genau wie King Dakar. Mhm. So, das ist ja klar immer was Besonderes. Aber wie viel Technik eigentlich dahinter steckt, das gut, ist den meisten gar nicht bewusst. Ne? Natürlich. Ja, Max, ich glaube, das war auch, ich denke auch für euch, super spannende Einblicke, die man normalerweise so nicht bekommt, auch von so einem Experten wie dir zu bekommen. Und ich habe auch heute wieder im Interview einiges dazugelernt. Max, einmal von mir vielen herzlichen Dank für das Interview. Hat echt Spaß gemacht mit dir. Und ich wünsche euch jetzt noch hier auf dem Hamburger Dom eine tolle Zeit. Und vielleicht sieht man sich mal wieder auf dem einen oder anderen Platz. Gerne. Ich denke, es war genauso interessant für euch wie für mich, einmal die komplette Entstehungsgeschichte von der wilden Maus XXL zu erfahren von Max Eberhardt. Ja, Entschuldigung an der Stelle für den Ton. Wir haben das Ganze im Bahnhof von der wilden Maus XXL aufgenommen und da waren natürlich viele Hintergrundgeräusche, die ich teilweise auch noch nachträglich dann rausgenommen habe. Ihr seht jetzt noch die Impressionen von der wilden Maus XXL und dann sehen wir uns zum Schluss nochmal wieder mit der Verabschiedung. Auch der schönste Aufenthalt geht mal zu Ende, so auch für mich hier an der wilden Maus XXL. Und Markus,
vielen herzlichen Dank für die Einblicke, die du uns hier gegeben hast. Hat mir echt viel Spaß gemacht und ich habe viel dazu gelernt. Ich glaube, ihr da zu Hause auch. Markus, wo fahrt ihr noch hin jetzt dieses Jahr? Wo kann man die Wilde Maus XXL bestaunen? Als nächstes fahren wir erstmal nach Hause wieder. Da haben wir längere Zeit nichts. Und dann geht es richtig los, eigentlich erst in Düsseldorf. Einkämmen ist der nächste Haltepunkt. Dann kommt Kangel in Folge, dann Luxemburg, Bremen und danach wieder Hamburg. Hamburg zum Winterdom. Winterdom, dann, ne? Genau. Ja. Wir sind das erste Jahr diesmal nicht in London. Ja, sei nicht, aber ja. Ich glaube, ihr habt viele coole Plätze dieses Jahr. Ich denke schon, ich freue mich ganz sehr auf Luxemburg, ich war schon lange nicht mehr. Die ist schön, die Scheuer. Vor allem ist die auch wieder lange. Ne? Die ist lange, ich glaube 16 Tage oder 20 Tage, glaube ich, oder 21 Tage, ne? So war das. Ja. Genau. Ist auch wieder ein Platz, der sich lohnt. Ja, ich bin das erste Mal da gewesen, war toller Platz. Ne? Ja. Wie gesagt, wir waren schon einmal da und ist sehr schön. Publikum angenehm, Stadt sehr schön. Ja. Ja. Man sieht was anderes außer Hamburg. Markus, dann sehen wir uns bestimmt wieder auf der Scheuer Föhr. Ja, und wenn euch das Ganze gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst und auch in Zukunft wieder einschaltet, wenn es heißt Giant Fun Blog. Bleibt gesund, bis dahin, euer René.